Ah ja, das ist noch ganz spannend, weil es Al Gore auch in seinem Film eine unbequeme Wahrheit, also der Anlass für den Friedensnobelpreis auch ist, der stellt sich dahin und zeigt diese Kurve. Und wer hat den Film gesehen, eine unbequeme Wahrheit? Also relativ wenige. Also der zeigt diese Kurve und dann stellt er sich noch so auf so eine Leiter und geht dann hier diese Kurve ab. Ja, geht dann da so hoch. Und dann redet er ins Publikum und sagt, schaut mal her, hier CO2 und hier die Temperatur, wie kann man so blöd sein, das nicht zu erkennen? Und macht sich lustig, ja, und das Publikum lacht. Ja, und was er verschweigt ist, dass zuerst die Temperatur steigt und erst 800 Jahre später CO2. Das sieht man nur nicht, weil es so nah zusammengekleistert ist. Das heißt, wenn überhaupt, dann kann die Temperatur eine Ursache für das CO2 sein und nicht umgedreht. Also er ist so dreist und demagogisch, ja, dass er sich hinstellt und eine Grafik, die ihn widerlegt, ja, benutzt er in seinem Film und macht sich noch lustig über Leute, die zu blöd sind, das zu erkennen. Also man muss sich mal vor Augen führen, wie dreist diese Propagandisten sind. Also der fällt nicht mehr, dem trifft nicht der Blitz und der fällt von der Leiter, ja, was eigentlich der Fall sein müsste. Weil er gibt einen Friedensnobelpreis dafür, ja, dass er eine Grafik verwendet, die ihn widerlegt. Also wir leben in einer orwellschen Welt, das Gute ist schlecht und das Schlechte ist gut, das ist nahezu unglaublich. In Wirklichkeit ist es so, dass wahrscheinlich diese Eisbohrkerndaten einen systematischen Fehler enthalten aufgrund der Messungen, dass sogar die Daten falsch sind, weil man, wenn man mehrere Millionen Jahre zurückgeht, aber wie gesagt, selbst diese falschen Daten widerlegen ihn eigentlich, ja, ist es völlig unabhängig, hier, das ist die Temperatur, das ist die Entwicklung von CO2. Im Laufe der Erdgeschichte hat CO2 immer mehr abgenommen, leider, weil das Optimum für Pflanzen liegt wesentlich höher. Es gibt Pflanzen, die brauchen als Optimum 10% CO2, also jetzt wäre deren Optimum, wir haben hier nur 0,038. Also wenn wir uns überhaupt über irgendetwas Sorgen machen müssten, dann wäre es, dass wir zu wenig CO2 haben. Aber das ist alles, hier geht es um Millionen von Jahren, also wir haben für die nächsten Millionen Jahre genug CO2. Aber man sieht schon diese Idiotie, also dass das lebenswichtige Spurengas verteufelt wird, dass überhaupt das Leben erst ermöglicht, sieht, was für eine idiotische Ideologie dahinter steckt. Ja, da bin ich jetzt noch überlegen, ob ich das so genau erklären soll. Wer will genau wissen, wie es wirklich funktioniert mit der Erderwärmung? Also, okay. Ja gut, also ich streife es mal, Sie können das alles nachlesen. Das hat Professor Gerlich hat da einen Vortrag darüber gehalten. Ich vermeide es eigentlich, weil normalerweise, weil es ist so, dass die Leute, den Leuten das schon reicht, wenn sie erfahren, wie wenig CO2 in der Luft ist. Ja? Der wahre Vorgang, der ist etwas komplizierter und deswegen verwenden ihn auch die Klimaskeptiker oft nicht. Also bei Eike Klima zum Beispiel wird der Vortrag oder diese Argumente gar nicht so verwendet, weil man da ewig umdiskutieren muss. Aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Ja. Um die Erde zu erwärmen, müsste CO2 der Erde zusätzliche Energie zuführen. Das ist physikalisch nicht möglich. Warum nicht? Es gibt keine Maschine, die Energie aus dem Nichts erzeugt. Und zum Beispiel für die Funktion einer Wärmepumpe im Kühlschrank ist Arbeit, also ein Motor nötig. Ja. Kühlen können Sie im Kühlschrank nur, indem Sie Arbeit aufwenden, also einen Motor benutzen. Wir sehen gleich, wie das funktioniert. Es sind nämlich die zwei Hauptsätze der Thermodynamik. Es lässt sich Wärme in Arbeit umwandeln und umgekehrt Arbeit in Wärme, wobei stets die Größe der einen der anderen Größe proportional ist. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, die spielt also die Hauptrolle jetzt in diesem Klimabeispiel, die Wärme kann nicht von sich selbst aus einem kühleren in einen wärmeren Körper übergehen. Es geht nur immer, es kann von einem wärmeren in einen kühleren übergehen. Ja? Also man kann etwas aufheizen, aber nicht abkühlen, ohne Arbeit. Das bedeutet, die Energie kann weder geschaffen noch vernichtet werden, sie kann nur ihre Form ändern. Bei jedem Prozess innerhalb eines geschlossenen Systems bleibt die Summe der Energie konstant, das ist auch als Energieerhaltungssatz bekannt. Für jeden thermodynamischen Kreislauf gilt, dass die Wärme, die dem System zugeführt wird, der Arbeit entspricht, die das System leistet, und das sehen wir jetzt. Also es kann überhaupt keine erneuerbaren Energien, man erzählt uns ja immer was von erneuerbaren Energien, die kann es gar nicht geben. Und ein Perpetuum mobile ist auch unmöglich, also eine Maschine, die aus dem Nichts Energie erzeugt. Und hier sehen wir das Beispiel, das ist ganz gut, wie eine Dampfmaschine funktioniert. Also hier wird der Dampf erhitzt und der Wärmetransport, also sozusagen die Abkühlung des Dampfes, wenn der nach außen abgegeben wird, der erzeugt Arbeit. Also zum Beispiel, wenn es eine Dampfturbine antreibt. Und bei einer Wärmepumpe muss ich ja, aus einem Kühlschrank zum Beispiel, muss ich, das eine tiefere Temperatur hat, kriege ich die Wärme gar nicht übertragen auf die wärmere Umgebung. Ja? Also jeder kennt das ja, dass aus dem Kühlschrank kommt hinten warme Luft raus, weil eben ständig die warme Luft abtransportiert werden muss. Und dazu muss ich aber Arbeit reinstecken. Da ist eine Wärmepumpe drin in dem Kühlschrank. Und wenn das wegfällt, zack, funktioniert das Ganze nicht.
Und was man uns erzählt ist, dass, dass die Erderwärmung, also dieser menschengemachte Erderwärmungseffekt, dass das dieses Modell hier ist. Ja? Dass von der tieferen Temperatur oben in der Atmosphäre irgendwie durch CO2 ja, reflektiert das diese Wärmestrahlung und dann wird es unten heißer. Das geht gar nicht ohne zusätzliche Energieverschleppung. Vielleicht als Beispiel, also diese Energie, die da angeblich reflektiert wird, die ist ja schon im System, also die kam ja von der Sonne schon auf die Erde. Und wenn sie dann wieder zurückstrahlt, dann strahlt die einfach ab. Und um wieder zurückzukommen, muss ich dann zusätzliche Arbeit aufwärmen. Die zählen also diese Energie einfach doppelt. Und wenn es jetzt nur ich sagen würde, würde ich sagen, okay, hat sich der Janik was ausgedacht. Aber das sagen Quantenphysiker, ja, theoretische Physiker, Professor Kamm, Professor Gerlich und so weiter. Dann kommt immer das Gegenargument, ja, die sind alle von der Ölindustrie bezahlt. Also erstens ist es genau umgedreht. Ja, und zweitens kann man kann diese, der hat das ja als wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht, der Professor Kamm und der Professor Gerlich. Und ihm wurde auch nicht widersprochen. Ja. Das ist ja das sogenannte Peer-Review-Verfahren. Das heißt, wenn andere Wissenschaftler einen Fehler entdecken in der Arbeit, dann würde die Arbeit diskreditiert werden. Es hat aber nie einen Fehler in dieser Arbeit entdecken können, weil es einfach physikalische Naturgesetze sind. Ja. Fazit, geringes Vorkommen in der Atmosphäre, menschengemachter Anteil ist verschwindend gering, keine Möglichkeit zur Erzeugung von Energie, also wird auch keine, erzeugt dann Mensch also auch keine Wärme, außer diese 100 Watt wahrscheinlich. So, ein weiterer Propagandamärchen, die man uns erzählt, sind die von der Endlichkeit der Ressourcen. Und das ist ein großes Missverständnis, da werden absichtlich zwei Begriffe verwendet. Ressourcen sind nutzbare Rohstoffe. Also zum Beispiel war früher, oder andersrum gefragt, was hätten uns wohl Menschen aus dem Mittelalter hinterlassen, ja, wenn sie etwas hätten aufheben wollen für uns. Mein Beispiel im Buch ist wahrscheinlich Kerzenwachs, ja, weil man mit Kerzenwachs Licht erzeugen kann. Und die damals nicht ahnen konnten, dass wir mal die Glühbirne erfinden würden. Ja. Früher war Öl zum Beispiel nur ein Rohstoff, und zwar ein nutzloser Giftmüll, ja, weil Öl giftig ist. Und erst als man entdeckt hat, dass man aus dem Öl es für Öllampen benutzen kann, dass man es verbrennen kann, dass man Energie erzeugen kann, dass man Plastik herstellen kann, erst dann wurde es ein nutzbarer Rohstoff. Okay, das kommt irgendwie so aus dem Off, das müssen wir mal ändern. Ja. Ich halte den Vortrag das erste Mal, in dem Moment, wo man ihn hält, merkt man, dass man gar nicht, dass die Reihenfolge eigentlich falsch ist. Und zwar ein Beispiel, wie man jeden Nutzen auch anders erzeugen kann, ist, wenn Sie von Hamburg nach Kiel reisen, ja, dann ist es Ihr Ziel, nach Kiel zu kommen. Und das können Sie auf verschiedene Arten erreichen. Sie können mit dem Boot hinfahren, Sie können mit dem Flugzeug hinfliegen, Sie können mit dem Auto hinfahren, Sie können zu Fuß gehen. Oder Sie können das Rad benutzen. Und bei all diesen Dingen verbrauchen Sie unterschiedliche Rohstoffe. Also Kerosin, wenn Sie fliegen, und das Ganze, was man für die Herstellung des Flugzeugs braucht, Aluminium und so weiter. Beim Auto ist es Öl und Stahl, ja, weil Sie den Stahl herstellen müssen. Beim Boot ist es, was für ein Boot eigentlich ist, wenn es Segelboot ist, ist es Windkraft. Ja. Oder Sie gehen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, und wenn Sie zu Fuß gehen, dann verbrauchen Sie im Prinzip nur die Energie, die Sie per Essen sozusagen aufnehmen, also die Lebensmittel. Sie verschwenden also völlig unterschiedliche Rohstoffe, um ein Ziel zu erreichen, nämlich nach Kiel zu kommen. Genauso kann ich einen Stuhl kann ich aus Plastik machen, aus Kupfer, aus Stahl, aus Holz. Ich erreiche immer dasselbe Ziel, nämlich dass ich mich hinsetzen kann. So, was bedeutet das? Da ich jedes Ziel auf unterschiedliche Art und Weise erreichen kann, brauche ich einen Mechanismus, der mir sagt, ja, welchen Rohstoff verwende ich denn am besten, um dieses Ziel zu erreichen? Und da gibt es in der Marktwirtschaft einen ganz einfachen Maßstab, nämlich den Preis. Wenn etwas teurer ist, ist es auch seltener. Ja? Je teurer etwas ist, desto seltener kommt es vor. Und wenn wir jetzt Solarenergie verwenden, Solarenergie ist bis zu 10-mal teurer als Öl und Gas. Das heißt, ich verschwende ausgerechnet die knappsten Ressourcen der Erde, um Energie zu erzeugen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und wie kann das passieren? Das passiert immer auf dieselbe Art und Weise.